So, jetzt hier eine weitere Folge Let's Play GTA Online Tricks mit mir, dem Estitas. Ja, und heute wieder eine Mission zum Leveln. Obwohl, warte mal. Nee, zum Leveln ist sie eigentlich gar nicht. Ich zeig dir einfach nur, weil sie so schön passt. Und zwar handelt es sich heute um Radikalkur 2. Und wir haben ja neulich Radikalkur 1 gespielt. Warum dann nicht also Radikalkur 2? Damit lässt sich zwar jetzt nicht so mega leveln, aber ein Low-Level hat damit, ja, gute Chancen auf ein paar RP und Geld. So, Ziel ist es natürlich jetzt Einstellung auf schwer. Ja, alles auf schwer, na klar. Logisch, ich bin Pro-Gamer. So, Radikalkur 2. Jo. Dann besteigen wir unser Fahrzeug. Ziel ist es natürlich hier wieder ein paar Fahrzeuge zu zerstören, aber wir müssen diesmal ein Fahrzeug retten. So, ich erspare schon mal den Fahrweg hier. So, ich parke jetzt hier hinten in der Ecke ein, weil ich möchte mal versuchen, ob ich mich da hinter den Mülltonnen verstecken kann. Hier hinten hinter den Mülltonnen. Ja, ich mach mal Licht. Und ob die Polizei uns dann nicht sieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich glaube ja, es klappt nicht. Hier seht ihr schon die Fahrzeuge, die wir zerstören müssen. So, ich parke jetzt hier. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Zeitraffer. Sonst ist es auch ein bisschen langweilig für euch. Das wollen wir ja alle nicht. So, das ist der Benji. Den müssen wir retten. In Gelb. Yay. Dann fahren wir ihn gleich mal an die Seite. Ja, hier steht er gut. Besser als im Wasser auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir die Fahrzeuge alle wieder zusammen, wie wir das aus Radikalkur 1 kennen. So sparen wir uns Munition. Yeah. Prima. Hey. So, dann... Oh, ich habe schon Cops. Oh, man. Das ging schneller, als ich gedacht habe. So, zack, dran. Und jetzt noch Sprengung und auf jetzt. So, wie gesagt, ich verstecke mich jetzt hier hinten. Vielleicht haben wir Glück. Die Polizei sehen uns nicht. Das wäre der Top-Trick. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee, das funktioniert nicht. Ich hau lieber ab. Also dann sucht euch eine dunkle Ecke. Am besten eine Seitengasse, wo ihr euch verstecken könnt. Und möglichst an der Wand rangefahren. Recht nah. Hier so dahinter den Dings. Das sieht ganz gut aus. Hier, ne, da könnten sie uns vielleicht von da sehen. So, jetzt hier. Ja, hier. Das. Und schon los. Yeah. Das geht relativ schnell. Und da hat man in ein paar Minuten schön ein paar RP und ein wenig Geld gemacht. Und das ohne Glitch. Oh. Ja, habe ich gern gemacht. Kein Problem, Mensch, Simeon. Alte Freunde, wa? Waren im Krieg zusammen. Ja, habe ich gern gemacht. Bestanden, yeah. 16 Jobpointe. Jobpointe. Scheiße, die abgefuckten Dinger, die keiner braucht. Und 1050 AP, $2,250 ist jetzt nicht die Welle. 1000 AP ist ganz gut. Kann man schnell mal ein bisschen zwischendurch machen. Gerade geeignet für das untere Level. Ja, dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen: Tschüss, euer Estitas.